Worauf sollten Braut und Bräutigam denn beim Schuhkauf achten? Gibt es da was zu beachten für den Hochzeitstanz? Also ich habe da gemerkt, die meisten achten da schon auch intuitiv auf die richtigen, wichtigen Dinge. Ja, also dass halt eben die Schuhe nicht rutschen, wobei das kommt auf den Boden an natürlich und hat man meistens selbst eine gute Empfindung. Hier ist die Sache halt die, ich nehme mir halt sehr viel Zeit und das wissen viele, also erstmal an sich denken die halt nicht dran, aber ich nehme mir da die Zeit als Tanzlehrer, dass ich halt eben den Ablauf sehr, sehr genau durchgehe, sehr genau. Mhm. Also da gibt's keine Lücke mehr, wo da ist einfach alles klar, wann stehe ich wie auf, welchen Weg laufe ich zur Fläche, wo trifft man aufeinander, wie geht man wieder runter, ist alles ganz genau definiert, genauso halt eben dann auch die Sachen mit den Schuhen. Der Boden muss geklärt sein, das Kleid muss halt geklärt sein, die Dame darf mit ihren Schuhen halt eben nicht im Kleid hängen bleiben. Das sind die Klassiker, die müssen geklärt sein. Und da kümmere ich mich drum. Ja. Mir fällt auf, die meisten achten selber drauf. Ich meine, das ist ja auch an sich nachvollziehbar, dass man da selber drauf, also das selber dann beachten möchte. Ich erinnere nochmal und meistens, also wirklich fast ausnahmslos, achten da die meisten selber drauf, auch beim Männerschuhwerk. Da gibt's an sich Bequemheit, das ist, glaube ich, jedem ins Gefühl gelegt, zu entscheiden nach Bequemheit und nach Aussehen. Also da hat jeder seinen eigenen guten Maßstab und ich korrigiere das höchstens, aber natürlich jetzt eher als Empfehlung, nicht als etwas aufzwänge. Ich zwänge nie was auf, ich empfehle höchstens. Ja klar, das Brautkleid entscheidet ja immer noch selbst. Mitunter, ja genau.